Willkommen zum royalen Stylecheck. Die königlichen Damen müssen sich bekanntlich an unzählige Regeln halten. Das gilt auch für die Wahl ihrer Outfits. Damit auch immer alles glatt geht, greifen sie tief in die Trickkiste. Das Mode-No-Go schlechthin: zu viel Haut zeigen. Queen Elizabeth hat da einen besonderen Trick, mit dem sie sicher geht, dass auch nichts verrutscht. Ein großer Bestandteil des royalen Lebens ist das Reisen. Das heißt aber auch, die königlichen Damen sind den Tücken des Rollfeldes schutzlos ausgeliefert. Oder besser gesagt, dem Wetter. Herzogin Kate musste das schon des Öfteren am eigenen Leib erfahren. Zack, da verfängt sich ein Windstoß im Saum und schon ist der Blick auf die royalen Beine frei. Da hilft auch kein Festhalten mehr. Queen Elizabeth ist für solche Situationen jedoch gut gewappnet. Sie lässt von ihrer Hofschneiderin kleine Gewichte in den Rocksaum einnähen. Kommt ein Windstoß, muss sie zwar um ihren Hut fürchten, jedoch nicht um den Sitz ihres Kleides. Apropos Kopfbedeckungen. Die königlichen Frisuren müssen natürlich auch allzeit perfekt sitzen. Kleine Accessoires helfen dabei, die teilweise erst bei genauem Hinsehen sichtbar werden. Bei großen Banketten oder Galas ist eine glamouröse Robe ein Muss. Nicht minder elegant sind die Haarkreationen der royalen Ladies. Wahre Kunstwerke schaffen ihre Stylisten für solche Anlässe. Dabei wird aber auch ordentlich getrickst. Kronprinzessin Mary von Dänemark schwört auf sogenannte Duttkissen. Sie geben ihren Frisuren XXL-Volumen. Unvergessen ist auch ihr ikonischer Hochzeitslook. Zum Vergleich, ohne Duttkissen fällt Marys Haarknoten deutlich schmaler aus. Übrigens ein Kniff, auf den auch Kronprinzessin Victoria gern zurückgreift. Sie zaubert mit dem Accessoire Dutz in XL-Größe. Ohne Kissen sieht das Ganze deutlich flacher aus. Aber auch in Großbritannien wird bei den Frisuren getrickst. Herzogin Kate nutzt dafür einen jahrhundertealten Helfer. Man muss genau hinsehen, aber dann fällt es doch auf. Kate trägt Haarnetze, damit ihre Frisuren Wind und Wetter trotzen und den ganzen Tag halten. Ganz schön clever, die Royals. Und es gibt noch einige Tricks mehr. Gebt uns einen Daumen nach oben und lasst uns einen Kommentar da, wenn ihr Lust auf Teil 2 habt. Wir sehen uns beim nächsten royalen Stylecheck.